Herzlich willkommen, ihr geilen Fellgenussmutzler. Wir haben neue Infos zum neuen Helden, der kommen wird. Aber kurz vorne weg nochmal auch auf jeden Fall den Hinweis, Leute, guckt unten in die Videobeschreibung, wer ein Spender ist bei EI. Ihr könnt auf jeden Fall ordentlich Prozente sparen, bis zu über 30%. Und jetzt gehen wir rein auf jeden Fall und checken uns den neuen Hero aus. Boop. Leute, erstmal gucken wir uns mal Bild dazu an. Weil Bild ist immer, sagt immer mehr als 1000 Worte, oder? Was sehen meine Augen denn da, Leute? Ein riesiges Krokodil. We have Crocodile Dundee in the game. Nein, aber wir haben einen neuen Beschwörer, Leute, der Krokodile beschwören kann. Sehr, sehr, sehr geil. Finde ich mega nice. Ich hatte irgendwann mal, boah, ewig lange her, Leute, den Devs gesagt, boah, mit Summoner könnt ihr doch eigentlich so viel geile Scheiße machen. Oder auch mit Venfir-Helden. Ihr könnt Krokodile machen, ihr könnt Schlangen machen. Was weiß ich. Und jetzt haben wir ein Krokodil. Sau geil, Mann. Haie habe ich auch gesagt. Und irgendwie sowas in die Richtung, Mann. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein Krokodil-Summoner. Mega geil. Wir lesen uns das mal durch. Außerdem haben wir noch ein paar richtig geile Änderungen zur Gildentechnologie und. Aber gehen wir auch noch drauf ein. Und zwar neuer Atlas, Beschwörungsheld der Stufe SSS. Armer, der Bote des ewigen Friedens, wird bald in Eternal Evolution erscheinen. Also Leute, Donnerstag, 18.01. Armer kann einen riesigen Alligator beschwören, der alle Ziele in der Umgebung beißt und Schaden verursacht, wobei die nächstgelegenen Ziele bevorzugt werden. Wenn die Ziele, die vom Alligator getroffen werden, Unbesiegbarkeit besitzen, wird auch Armer für eine Weile unbesiegbar. Das ist ein geiler Move. Einfach absorbieren und auch unbesiegbar sein. Rate mal, welche Fähigkeiten Armer nach dem Lesen der folgenden Hinweise in den Kommentaren noch hat. Distanzkontrolle, Multi-Ultimate-Skill und Schlüsselbeschwörer. Wenn ich das ja schon lese, Leute, ist Schlüsselbeschwörer, dann können wir davon eigentlich ausgehen, dass der Held wirklich sehr stark werden will, weil sonst könnten die das eigentlich nicht hinschreiben. Also er wird auf jeden Fall ein Key-Summoner, er wird super wichtig sein und ich habe stark die Vermutung, dass vielleicht Sovereign den Bach runtergehen wird jetzt. Shit happens. Distanzkontrolle. Vielleicht kann das Krokodil irgendwie die Leute zurückhalten, rückdrängen, weiß ich nicht. Was denkt ihr? Distanzkontrolle? Was habt ihr dafür? Habt ihr eine Vermutung? Schreibt mal in den Kommentaren. Multi-Ultimate-Skill. Kann ich mir jetzt auch noch nicht so viel drunter vorstellen. Schauen wir mal. Wir gehen auf jeden Fall mal rein. Neue Gildentechnologien im nächsten Patch, Leute. Und das ist interessant. Jeder SSS-Commander wird mehrere Klassentechnologien haben, die aktiviert werden können, um entsprechende Verstärkungseffekte zu erhalten. Die neuen Technologien werden in der Vorschau auf die Frühjahrsversion erwähnt. Das haben die schon erwähnt, wo ich dieses Video zu dieser Roadmap gemacht habe. Da wurden wir schon da so zum ersten Mal drauf hingewiesen. Und jetzt kommt es halt auch am Donnerstag raus im Patch. Ich bin sehr gespannt, was wir da für Effekte machen können. Da bin ich wirklich egal, Leute, wir gehen weiter. Nächster Punkt. Ich habe den Faden verloren. Neue Staffel von Guide-Expedition. Nice, da werden wir wahrscheinlich auch irgendeinen Stuff bekommen, den wir brauchen, um diese SMS-Commander aufzuwerten. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ich bin auf jeden Fall mega nice gehypt. Ich freue mich mega auf den Patch. Ich hoffe, ihr auch, Leute. Hoffe, Video hat euch geholfen, ein bisschen Informationen gegeben. Falls ja, Daumen nach oben, Abo auf dem Kanal und verpasst keines der weiteren Videos. Peace, arrivederci, euer RZA Knights.